Als Aushängeschild der Stadt Jungs seit Jahren auf dem Straßen herren, mit dem berechtigten Stolz in unserer Gesellschaft darstellen, begleitet seit vielen Jahren die Dienstleistung der Knabenkapelle, unseren Stadtjungs zu bringen. Die Regierung geht auf den Antwort Wiegand im Jahr 1868 zurück, in der Folge dieser anspruchsvollen Tradition, den wir heute die jungen Musiker, die vor 80 Jahren
gefolgt von den Fahnenträgern der beiden Blasterbären, die sich für den Heimattag im Kindesspiel zusammengeschlossen haben. Thank you.
Tanzgruppe, eine zelebrierte, humorvolle und freundliche Gruppe, wo aus vier wertvolle und herzliche Freundschaften entstanden sind. Sie feiern nächstes Jahr am 25. Jubiläum. In der Tanzgruppe sind viele traditionsreiche Veranstaltungen der jeweiligen Kulturgruppe statt. Die Tanzgruppe als Lehrer dieser Kreisgruppe begeistert immer wieder mit ihren Auftritten. Die Kindertanzgruppe verstärkt mal die Tanzgruppe der Kreisgruppe. Die türkische Blasmusik Stuttgart e.V. wurde bereits 1951 gegründet und steht unter dem Vorsitz von Michael Rotes. Sie besteht derzeit aus 34 aktiven sowie 71 passiven Mitgliedern und wird von der Heimat von ihr dirigiert. Die Tagweiler zeigt uns zum 17. Mal vor dem Weltmarkt
Den Abschluss der Schlesburger Jugend bildet die äußerst aktive Herrenboxgemeinschaft Groß-Arisch mit ihrem Vorsitzenden BNV. In der Pflege von Tracht und Kultur investiert die Gemeinschaft viel Zeit und Mühe in den Erhalt der natürlichen Dorf und den guten Kontakt zu der Heimatgemeinde Regenwald mit Landsleuten. Wir begrüßen die 1951 gegründete Landesgruppe Nordrhein-Westfalen unter dem Kopf von Rainer Lehni. Ihre Praxengruppe wird als Mitglieder der Kreisgruppe Wetterich und Herzen gebildet, welche uns brachten auf ganzen Böden größtenteils aber aus Nordsee-Böden zeigt. Die Jugendpraxengruppe Wien-Wienstein wird bei dem heutigen Auftritt auch von Mitgliedern der Erwachsenen-Tanzgruppe Wien-Wienstein von Ruhe Lammel und Kutzenkleider und der Kreisgruppe unterstützt. Sie besteht zurzeit aus 20 Tänzerinnen und Tänzern im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Viele Eltern der Jugendlichen sind ebenfalls in symbolischen Kulturgruppen aktiv, was auch zeigt, wie wichtig das Engagement und die Vorbildfunktion der Eltern für die Fortführung der symbolischen Tradition ist. Die Kreisgruppe Wupperwald wurde 1958 gegründet. Ihre Kreisgruppe wird von der Republik geleitet. Mit Fränkisch Glück, die uns ins Kurzenland gehandelt. Die Zeit der Gruppe hat die Thema von der Leitung von Peter Röhm und dem Gesandten Reinhard Göller, die fränkischen Kollegen aus Europa gesammelt, werden vom Land des Volkes gewirkt. Ebenfalls zieht auch das
der Rosenauer Männer, das Wappen mit den drei Rosen. Die Rosenauer Nachbarschaft e.V. und die Regierung von Melita Bartosch zeigt uns allerdings auch noch andere Besonderheiten. Die kurze Realitätsgewonnene Krönung der Wurzelnden Frauenpracht ist die Schleierung mit dem Rosenschleier und über 30 Bockennadeln, die in den letzten Jahrzehnten nur noch der jungverheirateten Frau vorgehalten war. Erstmals wurde sie damit im Namen des Hochzeitstages geschmückt. Am Anspiel der Rundigberger Nachbarschaft in Deutschland, mit dem Nachbarn von Annelies in Markung, sehen wir, dass in diesem Wurzelland im Gegensatz zu anderen Nachbarlandschaften die blaue Tracht, die jungfälzische Tracht, lediglich als Kindertracht durchgesetzt hat. Sie wurde von den Mädchen in der Regel bis zum Samstag vor der Konfirmation getragen. Das jungfälzische Männerhemd hingegen hat das alte Wurzelnder Hemd vollständig abgelöst. Ganz herzlich die Heimatortsgemeinschaft Holzmengen, der Gründung auf das Jahr 1991.
2018 neu gewählten Vorstandes unter dem Vorsitz von Thomas Schneider ins Leben gerufen und zeigt uns die Holzmänner Festtag, wie sie zu großen Feierlichkeiten, wie Hochzeit und Taufe sowie zu kirchlichen Festtagen Tage getragen wurde. Mitglied war einer der eingetragenen Verein und fast genau wie Holzmänner ca. 200 Mitglieder, die sich mit großer Begeisterung in verschiedenen Aktivitäten beteiligen. Ein Zukunftsprojekt der Heimatortsgemeinschaft stellt der Aufbau der Jugendgruppe dar. Auch die Heimatortsgemeinschaft zieht. Im April dieses Jahres, ihr 40. Bestehen gefeiert hat, möchten wir mit Ihrem Vorsitzenden, Herrn Seeler, zu Ihrer ersten Teilnahme am Festumzug in Windesbügel aufs Herzlichste begrüßen. Die Heimatortsgemeinschaft von Rosen e.V. wurde 1983 gegründet und hat seit geraumer Zeit einen neuen Vorstand unter dem Vorsitz von Brigitte Gärtner. Ihre Krankenträger zeigen sowohl Kraft aus Rosen als auch solche zugezogener Ehepartner. Dabei sind Mädchen in der Nahrung des sächsischen Pfad, Frauen in der schwarzen Pfad mit Auto und Frauen in der weißen Pfad mit dem sogenannten schönen Bälde. In der letzten Reihe sind wir bei Herrn im Dornau. Zu Ihrer dritten Teilnahme begrüßen wir die Krankengruppe der Heimatortsgemeinschaft Bursche. Unter der bewährten Leitung von Sigrid Pfalzner sehen wir bei den Frauen vorrangig den städtischen Wiesentitel, der in unzählige kleine Phasen gelegt, einer Wiederbelebung von 1920 entstand. Durch nachfolgende Ausführung, die hauptsächlich von den konfirmierten Mädchen getragen wurde, gehörte eine gelb-blau gestickte Schürze sowie der gezirnte Ledergürtel und die wunschgewichteten Kopftücher. Der Vorstand der 1988 gegründeten Heimatortsgemeinschaft Arlesen besteht aus 6 Mitgliedern. Unter ihrem Vorsitzenden Hans-Martin Tekeser engagieren sich die Arlesener seit Jahren in Zusammenarbeit mit ihrer Kirchenkuratorin Rose Müller unter anderem für die Friedhofspflege sowie für den Erhalt der Instandsetzung der Kirche in Arlesen. Eine besonders stattliche Trachtengruppe zeigt uns heuer die Heimatortsgemeinschaft Agnetl. Die Teilnehmer dieser Heimatortsgemeinschaft unter dem Vorsitz von Helga Lutsch stecken mitten in den eifrigen Vorbereitungen für eine besondere Aufgabe. Nach der ersten Teilnahme 1999 werden sie nach genau 20 Jahren ihre besondere Bürgertracht in diesem Jahr erneut beim Tracht- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes präsentieren. Wir wünschen dabei viel Spaß und Erfolg. Zur Tracht des verheirateten Frauen gehört das spezielle Festverbrechen des Sandmeinchen sowie die mittelalterlich anmutende Hoffnung mit dem langen Rappenden Schneider. Zur Kunst- und Männertracht gehören in der Ehe der stattliche Dolman in Erwägung von einem fünfzeugigen Gürtel auf Dolman und Schmier investiert. Unter Leitung des konkreten Teil begrüßen wir die Trachtgruppe der Heimatortsgemeinschaft Langschell. Die Festtracht gehörte bei den konfirmierten Mädchen der Borken und das weiße schmale Mantelbuch zur jungsächsischen Glaubenkraft und bei den Frauen zur Kirchenkraft eine besondere Doppelung mit weißer Abhängung, Schleier und zur Festtracht das genetzte Häuschen mit rotgestickten Samtbändern. Begleitet werden sie von den Männern in der jungsächsischen Tracht, aber auch in der Altenkraft mit Dolmann oder Mente als Kopf verdienten, denn diese der Schmalkörper die städtische Ruhe. Wundersicher ist ein kleiner Ort im Marbachtal, der seinen Namen der wunderbaren Naturlandschaft verdankt, von jeher viele Reisen beeinflusst hat. So besuchte schon 1368 König Ludwig der Große aus Ungarn das schöne Marbachtal und suchte Schutz zwischen den legendären Wundertüchern. Wir sehen Prachtträger der Heimatortsgemeinschaft Wundertüchern und ihren Vorsitzenden Hermann Mondia. Der Heimatortsgemeinschaft Jakobsdorf bei Herrn Edith dürfen wir heuer zu ihrem 30-jährigen Gründungsjubiläum gratulieren. Zu den Besonderheiten der Festplatte dieser Firma Herr Schnabel gehören die meisten genetzten Häuschen der Frauen, die jetzt mal breite und mal schmale Bänder zieren. Steht unter der Bewertung
in Leitung von Katharina Hügel bedankt sie ihrer 12. Teilnahme in Folge der Gipfel Schwerin. Seit genauer Zeit steht die Herrenhausgemeinschaft unter dem Vorsitz von Dennis Buchholzer. Thank you.
den Tränen der Entdeckung auf der Glaskammer. Ziel wird auf der Hermann Schütter-Klingen aus. Diese Visitanten sind im treuesten Begleiter unseres Festungszuges und stehen unter den Eifern über den Liedern von Kurt Müller und der Geheimdruckung der Wahrnehmung erinnern uns daran, dass die Lettendorfer des Museums in Hermannstadt eingezogen sind.
die Kraftgruppe der 1978 gegründeten Heimatortsgemeinschaft Scharosch an der Koppel wird von Gertrud Weiner geleitet und besteht größtenteils aus Teilnehmern in Neustadt. Sie zeigen uns die Festkraft ihrer Heimatgemeinde, wo es die jungsächsische Kraft nicht nur in Blau, sondern auch in Weiß gab. Beide wurden sowohl von den sogenannten Mädchen als auch von den jungen Frauen getragen. Lediglich die Kopfbedeckung zeigte den Stand an. 1989 vom ehemaligen Schulleiter Georg Baumann gegründet, beglückwünschen wir die Heimatortsgemeinschaft Madisch e.V. mit ihren Leitern Stefan Albig und Friedrich Zink heute zu ihrem 30. Jubiläum. In ihrer Heimatgemeinde in Kaltbach verhält sich seit Anfang der 1990er Jahre keine sächsische Bevölkerung mehr. So haben die Magischer entschieden, dass ihre beiden Kirchenglocken in Deutschland weiterführen sollen, eine davon im Turm der Erinnerung in Trabendler Höhe. Nach Hunger, also in den vergangenen Jahren, erleben wir das Nachtgruppe der Heimatortsgemeinschaft Frauenrat unter der Leitung von Annemarie Jucho und Maria Teil. Weil sie die fleißige Handarbeit, die Anzahl ihrer besonderen Blumen im Feld, die im Frauenlauf ausschließlich zum Blumenfest getragen wurden, für den heutigen Umzug erhöht haben. Das Blumengewinde wiegt etwa 3,5 Kilo und wird aus 400 bis 500 Papierblumen in mindestens 400 Stufen getragen, der am 5. Mai dieses Jahres konfirmiert wurde. Herzlichen Glückwunsch. Die Heimatortsgemeinschaft freut sich über das Plätzchen der Heimatgemeinde im August dieses Jahres. Ein herzliches Willkommen richten wir an die Trachtenträger der Heimatortsgemeinschaft der Deutschen aus Hochdorf e.V. und unter der Leitung von Melanie Wachenschmidt heute zum ersten Mal an unserem Festumzug teilnehmen. Die Hochdorfer Heimatgemeinschaft wurde 1996 gegründet und steht unter dem Vorsitz von Heike Mayer-Juhl. Unter der Leitung von Erika Schmidt
Zu den Besonderheiten der Gaza Frauentracht gehört die tamponierte Türschürze. Hier der Bukowale Schutz genannt, unter dem die Mädchen eine grüne, blaue oder rosafarbene Schürze aus Seide trugen, sowie die Tatsache, dass sich im Galt neben der Festtagsbockelung mit dem Whisky auf dem brustlängigen Schleier und den diademartigen Sockelnamen seit Jahrzehnten bei den älteren Frauen auf die sogenannte Krone Hauge als Kopfbedeckung durchgesetzt hat. Die Tracht mit der Jahrhundertwende eine große Wandlung erfahren. Der städtische Einfluss machte sich sowohl in der Auswahl der Materialien als auch in der Art der Verarbeitung bemerkbar. Die Hammerdorf-Gemeinschaft Stein steht unter der regierten Leitung von Bernhard Helmer. Neben der ursprünglichen, jedoch sehr modernen Weise der schwarzen Tracht tragen die Frauen auch die weiße Tracht und sogar die jungfränkische blaue Tracht. Diese wurde in den 90er Jahren, von den angeheirateten Frauen aus dem Weimar nach Stein gebracht und fand hier ihre Verwaltung. Es folgt die Trachtenabordnung der Heimatortsgemeinschaft Deutsch-Tschechis in Gerdach-Bartel. Auch hier sehen wir, wie diese Trachtenlandschaft typische Frauen nicht gebracht, mit dem seitlich beschließenden, mit gewöhnlichen Blumenmuster in gelb oder rot gestickten Sandleibchen und einer Vielzahl an unterschiedlichen weißblütigen Schürzen mit schwarzen, gelben oder blauen Kreuzstückmuster bestickt oder auch mit genetzten oder geretteten Quereinsätzen platziert. Eine Besonderheit von Deutsch-Tschechis stellt das sogenannte Jungfrauenband dar, das die jungverheirateten Frauen zum Zeichen ihres Standes von der Mitte am Leibchen befestigt. Es war ein Hochzeitsgeschenk für das Schwiegermutter. In Schwarz-Weiß gehört der Festtag der Frauen, die zum Festtag in den Dorfmanten getragen wurde. Den Abschluss dieser Region wird heute die Trachtengruppe der Heimatortsgemeinschaft Amelie, organisiert von Gerhard Hollers. Neben den jungsächsisch gekleideten Männern der Gruppe zeigen uns die Frauen und Mädchen mehrheitlich ihre Tanztracht, bestehend aus den auf vielen Tüchen seitlich geschlossenen und in gelbgrünen bestickten schwarzen Sandleibchen zu den weißen luftigen Rock, den sogenannten Schäler-Kämmer. Die Landesgruppe wird heuer von der Nürnberger Musikantik unter der Leitung von Philippa Zabel angenommen. Die Gruppe ist ein lockerer Zusammenschluss Musikfreunde aus Niedersachsen und wurde eigens für den diesjährigen Hochzeit am Heimatabend gegründet. Aus der Hermannstädte geht es dem Ortsrat, dem Rest von Menschen in den Weinland.
40 mit Trachten aus dem Ziegenbürgen. Die 15 aktiven Tänzerinnen und Tänzer aus dem Großraum Nürnberg im Alter von 12 bis 40 Jahren werden vom Mikrofeld geleitet und haben Spaß am Tanzen und an siebenbürgischer Gemeinschaft. Sie sind aktiv im Rahmen des Kreisverbandes und unternehmen jährlich eine größere Ausfahrt ins Ausland, welche sie im letzten Jahr gemeinsam mit Dirk und den anderen Tanzgruppen zur Europäer nach Portugal führte. Die Trachten Tanzgruppe Nadische V wurde 1983 anlässlich des ersten Nadischen Treffens gegründet. Sie sind heute 21 aktive Mitglieder. Sie zeigen uns unter der Leitung von Jessica Roth und der Herausforderung Mr. V. Die Nachbarschaft Rostal ist 2010 gegründet worden und wird vom Nachbarvater Hans Studer geleitet. Außerdem gesellige Zusammenkünfte zählen Nachwuchspflege und Öffentlichkeitsarbeit zu ihren wichtigsten Zielen. Das Sommerfest, das Gemeindefest, der Martin-Markt, verschiedene Verlängerungen, zuletzt der monatliche Stammtisch und das monatliche Treffen der Senioren sind bei Gehörensieren jährlich im Termin. 1956 gegründet ist die Kreisgruppe Bad Holzwolschardshausen, der einer der ältesten und aktivsten Kreisgruppen der Landesverbandes Bayern und der Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenen-Tanzgruppen, ein Chor sowie eine Theater- und eine Handarbeitsgruppe, in der Mitgliedern ein vielfältiges Angebot bieten. Chor- und Theatergruppe feiern ihr 40-jähriges Jubiläum, der Handarbeitskreis, das 25-jährige. Die Trachtenabordnung steht unter Regie Mainz. Die Kreisgruppe Bad Freiburg feiert heute das 45. Bestehen, was uns die einmalige Gelegenheit bietet, Vertreter der Stadt Bad Freiburg in der Reihe von 1-2 geführten Trachtengruppe am Heimattag zu begrüßen. Wir freuen uns, den ersten Bürgermeister der Stadt Bad Freiburg, Herrn Robert Pötsch, mit Ehefrau Marlen, die sich in die Technische Tracht begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns vom zweiten Bürgermeister der Stadt Bad Freiburg, Herrn Richard Fischer, im gleichen Festkreis. Und wieder Referentin für Bildung und Kultur der Stadt Bad Freiburg, Frau Fahnenpresse, ebenfalls in die bürgerlich-technische Kraft. Zu den Höhepunkten des Verbandslebens der über 43 Mitglieder zählen der Kreisgruppe, gehörten vor 5 Jahren das 40. Gründungsfest der Kreisgruppe. Die Kreisgruppe Neukloss an der Donau wurde 1939 gegründet und führt etwa 100 zahlende Mitglieder. Zu ihnen zählen auch die Aktiven ihrer Tanzgruppe, ihrer Theatergruppe und ihres Chores. Viele der Südmünchen-Landsleute sind zudem im Musikverein Heimlichsheim tätig. Wir begrüßen die Trachtengruppe der Kreisgruppe Traunreuth unter der Leitung von René Burkes. Wir sehen die Traunreuther heute in einer kleinen Besetzung, weil einige Vertreter ihrer Kreisgruppe, so auch der Vorsitzende Richard Schneider, anlässlich einer Jubiläumsfeierlichkeit in ihrer Partnerstadt in Frankreich feiern. Umso mehr freuen wir uns über Ihre Teilnahme und den Gespräch. Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg wurde 2007 anlässlich eines Heimatortstreffens gegründet und hat entgegen der Annahme, dass es sich um einen einmaligen Auftritt handeln würde, bis heute bestand. Sie zählt 23 Mitglieder und zeigt uns Kraft aus dem Zäckisch und dem Kochengebiet. Die Tanzgruppe zeichnet sich durch den engen Zusammenhalt der Tanzgruppenmitglieder aus. Durch ihre Auftritte haben alle das Bestreben, die bürgerlich-sächsische Kultur zu geben, zu erhalten und an die heranwachsenden Generationen weiterzugeben. Bereits 1951 wurde die Kreisgruppe Augsburg im Verband der Siebenbürger-Sachsen gegründet, der seit 2016 René Schwarzburg ist. Sie beherbergt eine stattliche Anzahl von aktiven und erfolgreichen Kulturgruppen, die sich alljährlich auch den Trachten und zu vier von Heimatverhandlungen des Bundesbühnen beteiligen. Ihre Trachtengruppe wird heute von der Siebenbürgischen Kindergruppe und der Siebenbürgischen Schüler- und Jugendtrachtengruppe angeführt, die beide von Sandra Groß und Helmut Schwarz geleitet werden. Ihnen schließt sich die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Frank Ohren und Udo Schneider an, welcher die Mitglieder der Kreisgruppe und des Kreisgruppenvorstandes folgen. Thank you.
Wir gratulieren dem Heißen Gewinnungsvorfall und seinem Vorsitz von Georg Schuster zu ihrem 60-jährigen Jubiläum. Sie mögliche Jugendlandsgruppe München wurde im Jahr 2000 gegründet und die Zeit der Jugendlandsgruppe an den Veranstaltungen des Heimatbades teil. Auch beim Großstandswettbewerb des mögliche Jugend in Deutschland ist sie regelmäßig aktiv. Die Leiterinnen Martina Schorsten und Monika Fies freuen sich über die vielen Jungen, motivierten Neuzugänge in den letzten Jahren. Die Münchner zeigen uns Trachten aus dem Unterrat der Herrenstädte gehen, sowie aus dem Rechter Stuhl. Die Siebenbürger Bananenlandskapelle Ingolstadt wurde 1984 gegründet und wird von Hermann Gottes geleitet. Sie steht seit geraumer Zeit unter dem Kreuz von Neuen Teams und dachte ihr dabei,